In diesem Video schauen wir uns die Übung 1 für PowerPoint an. Unten findet ihr wieder einmal die Arbeitsdatei verlinkt, einmal die Angabe und auch einen Link zu meiner Lernwebsite. Gut, auf alle Funktionen, die wir schon von Word und Excel kennen, also Text fett formatieren, zentrieren und so weiter, verzichte ich bei den Übungen und zeige euch hier in den Übungen alles, was PowerPoint spezifisch ist. Hierfür bitte die Präsentation Übung 1 laden. Das ist nicht die, die wir vorhin schon selber erstellt haben, sondern die schaut so aus, ist quasi eine abgespeckte Version, beziehungsweise die erste ziemlich, die wir gehabt haben. Wichtig aber, einfach laden, dass wir die gemeinsam bearbeiten können. Das Erste, was wir wissen müssen, ist, wie können wir eine Hintergrundfarbe auf einer Folie ändern. Da kann ich gleich überspringen zu den Arbeitsaufgaben, weil das zeige ich euch gerne in der Präsentation selber her. Wenn wir jetzt eine Hintergrundfarbe ändern sollen, mache ich das sehr gerne über die rechte Maustaste. Einfach auf den weißen Hintergrund rechte Maustaste drücken und dort gibt es die Funktion Hintergrund formatieren. Wenn wir hier drauf drücken, dann bekommen wir rechts hier schon eine Spalte, wo wir hier entsprechend sagen können, wollen wir einfarbige Füllung, Farbverlauf, Bild, Text, Muster, was auch immer. Das heißt, dort bitte bleiben wir für uns bei der Prüfung, brauchen wir nur einfarbige Füllungen. Ihr könnt es euch natürlich spielen, aber jetzt hier einfach nur Farbe auswählen und wir schauen einmal, wie diese Gelb- oder Goldakzent ausschaut und nehmen, das ist ein bisschen zu knallig, dann nehmen wir uns da dieses erste bei den Gelb-Varianten, eben Goldakzent, heller 80%, dass wir das ganz einfach einmal sehen. Ihr seht dann, wenn ihr da draufklickt, es wird für die erste Folie übernommen und auch auf der linken Seite seht ihr, die erste Folie hat jetzt diesen gelben Hintergrund. Bei der Prüfung kann es sein, entweder eben ändere die Hintergrundfarbe von der Folie 1 auf gelb oder eine beliebige andere Farbe. Es kann aber auch sein, dass dort steht, ändere die Hintergrundfarbe auf allen Folien auf gelb. Dann müsstet ihr bitte hier unten auf alle anwenden klicken. Dann seht ihr schon links, dass alle Folien in gelb sind. Und ihr könnt jetzt aber genauso auch sagen, ich will jetzt irgendeine bestimmte Folie nicht mehr hinterlegt haben, dann halt auf automatisch gehen. Oder auf Weiß und alle anwenden, dass das ganz einfach wieder rückgängig gemacht wird. Also wir haben als Aufgabe bitte auf allen Folien jetzt gelb definieren. Das heißt, hier bitte erste Folie anklicken, rechte Maustaste, Hintergrund formatieren, hier bei der Füllung für einfarbige Füllung Farbkübel nehmen, das hellste von diesen Goldakzenten und auf alle anwenden. Dann haben wir alle Folien entsprechend formatiert. Die nächste Aufgabenstellung, die sein kann, ist ganz einfach, dass wir hier Folien von der linken Seite von der Folienübersicht kopieren sollen, verschieben sollen, löschen sollen, duplizieren sollen. Das ist alles mit der rechten Maustaste auf einer Folie möglich. Das heißt, wenn ich hier erste Präsentation habe und ich sage rechte Maustaste, kann ich hier sagen, ich will sie kopieren oder ausschneiden für verschieben oder kopieren. Ich kann sie hier duplizieren, dass ich sie eben einfach noch einmal habe und ich kann die Folie löschen. Das Interessante hierbei ist nur, wenn ich jetzt hier die Folie nehme, rechte Maustaste kopieren und ich füge sie nicht hier in den Dokument ein, sondern gehe in ein neues Dokument und sage rechte Maustaste einfügen in dem Bereich, dann habe ich hier die Funktion zu sagen, soll das Zieldesign verwendet werden, das heißt das Design von der neuen Folie, die offen ist, oder soll die ursprüngliche Formatierung beibehalten werden. Also PowerPoint versteht hier wirklich beim Kopieren und Verschieben und Einfügen von diesen Folien, dass es wichtig ist, diesen roten Faden beizubehalten und würde das Layout von der alten Folie oder der neuen Folie übernehmen, aber die Inhalte gleich lassen. Das ist meiner Meinung nach bemerkenswert. Wenn wir jetzt sagen, wir haben jetzt hier zum Beispiel unsere verschiedenen Folien und wir wollen die Verkaufsgebiete zwischen 2 und 3 haben, dann müssen wir nicht rechte Maustaste ausschneiden, kopieren, was auch immer. Wir können einfach hier bei der fünften Folie drücken, gedrückt lassen und hier in der Vorschau mit diesem Drag and Drop einfach nehmen und dorthin verschieben, wo wir es brauchen oder eben auch am Ende, je nachdem, wo wir es hinhaben wollen. Ja? Und mit Kopieren, Ausschneiden etc. genau das Gleiche.
Unsere Aufgabenstellung, die wir im Dokument zum Beispiel haben, ist jetzt, dupliziere die zweite Folie Programme. Also auf Programme rechte Maustaste, dort gibt es Folie duplizieren. Und diese dritte Folie Programme, die gerade kommen ist, sollen wir ans Ende schieben. Also einfach ans Ende schieben. Und weil uns das Ergebnis nicht gefällt, löschen wir dieses einfach. Das heißt, auf der letzten Folie rechte Maustaste hier und bitte Folie löschen. Auf der rechten Seite haben wir noch immer die Spalte vom Hintergrund, die wollen wir nicht mehr. Die können wir hier mit dem kleinen Xerl bitte schließen. So, das haben wir erledigt. Schauen wir uns das nächste an, nämlich füge eine Form, ein Herz, so ein, dass diese Form automatisch auf jeder Folie rechts oben im Eck erscheint. Hier geht es wieder um die Formulierung, automatisch auf jeder Folie. Immer wenn ihr lest, automatisch auf jeder Folie und dabei handelt es sich nicht um die Kopf- oder Fußzeile, dann müsst ihr bitte hier in den Folienmaster hineingehen. Das heißt, hier steht es eh auch schon drinnen, Ansicht Folienmaster. Achtung, ihr seht es da, es geht noch weiter hinauf. Bitte weiter hinaufgehen, sodass ihr auf der ersten Folie wirklich landet. Ja? Und ihr müsst auch kontrollieren, dass hier auch dann auf jeder Folie entsprechend dieses Symbol eingebunden wird. Also Aufgabe, füge auf allen Folien automatisch rechts oben ein Herz ein. Wir machen das gleich gemeinsam. Es ist egal, auf welcher Folie ihr jetzt seid, weil es muss sowieso auf jeder Folie eingefügt werden. Wir klicken bitte oben auf Ansicht und wechseln hier in den sogenannten Folienmaster. Einmal auf Folienmaster klicken, dann sehen wir, wie gesagt, hier links oben, es geht noch weiter rauf. Wir wechseln bitte auf die allererste Folie und dort sollen wir ein Herz einfügen, und zwar rechts oben auf jeder Folie. Bei Einfügen haben wir hier diese Formen und wenn ihr da ein bisschen durchsucht, dann findet ihr hier auch ein Herz. Auf das klicken wir einmal drauf und mit Drücken gedrückt lassen kann ich jetzt hier ein Herz einmal ziehen und das kann ich auch hier rauf in das rechte obere Eck schieben. Dadurch, dass wir keine genaue Angabe haben, ist es egal wo genau. Da geht es nur um den Arbeitsschritt, wenn etwas automatisch auf jeder Folie sein soll. Bitte auf Ansicht Folienmaster, hier ganz links raufgehen zur ersten Folie. Ihr seht jetzt hier, überall wird das Herz eingeblendet und eingebunden. Und falls ihr ein Bild eingefügt habt oder was anderes, kann sein, dass ihr hier oben bei der Gruppe Form landet. Falls das so ist, ihr müsst bitte immer am Schluss zurück zur Gruppe Folienmaster, zum Menüpunkt Folienmaster, weil hier habt ihr Masteransicht schließen. Das heißt, wenn wir das Herz dort haben, wo es hingehört, klicken wir bitte oben auf Masteransicht schließen und wir kommen zurück in unsere normale Folie und sehen hier, dass auf jeder Seite rechts oben das Herz eingefügt worden ist. Also automatisch auf jeder Folie bedeutet bitte in der Regel, wir brauchen den Folienmaster. So, die nächste Aufgabe, eine Textebene einrücken, Listenebene erhöhen. Wir haben hier, ich zeige das hier auch noch einmal kurz her. Wenn wir auf Folie 3 wechseln, haben wir die Folie Grundlagen der IKT. Die zwei Aufzählungspunkte, Anwendungsprogramme und Betriebssysteme sind in der falschen Ebene. Das heißt, wir wechseln auf die dritte Folie. Anwendungsprogramme und Betriebssysteme sind in der falschen Ebene. Die bitte mit dem Symbol eine Ebene erhöhen. So, wenn ich jetzt sage, okay, die Software ist aber so wichtig, ich will da eigentlich eine eigene Seite draus machen und einen eigenen kompletten Punkt, dann kann ich nicht hier bei Software sagen, ich will das irgendwie wichtiger stellen oder größer stellen. Dafür gibt es aber in der Gliederungsansicht eine Funktion. Das heißt, wenn wir jetzt bitte oben auf Ansicht klicken und dort zur Gliederungsansicht wechseln, dann sehen wir auf der linken Seite jetzt nicht mehr die Folienvorschau, sondern wir sehen dort ganz einfach die Gliederung der Seite. Und wenn ich in der Gliederungsansicht auf Software gehe, kann ich sehr wohl bei Start auch sagen, ich will nicht den Einzug erhöhen, also die Listenebene erhöhen, sondern ich kann sagen, ich will die Listenebene verringern. Und ich mache dadurch, dass ich die Listenebene verringere von einem Hauptpunkt, eine komplett neue Folie, wo eben dieser Aufzählungspunkt als Titel steht, und unten die Inhalte normal übernommen werden. Das heißt,
Wir klicken oben einfach nochmal auf Ansicht und Normal und schauen uns das Ganze jetzt hier an. Wir sehen, es ist eine neue Folie, eine vierte Folie eingefügt worden. Software ist jetzt die Überschrift, der Titel und wir haben die Aufzählungspunkte entsprechend hier übernommen. Zwei Funktionen schauen wir uns noch in dieser Übung 1 an. Und zwar, wir gehen einmal wieder bitte auf die erste Folie, auf erste Präsentation und klicken einmal eben auf den Rahmen von erste Präsentation, dass dieser durchgehend liniert ist und nicht mehr gepunktelt. Wir haben in Word fettkursiv unterstrichen, das kennen wir schon, aber es gibt jetzt hier in PowerPoint noch ein S, was es bis jetzt noch nicht gegeben hat. Dieses S bei der Gruppe Schriftart, wenn man drüber fahren, schreibt das eh schon hin, ist Textschatten. Ja? Also wenn eine Aufgabenstellung ist, formatieren Sie den Folientitel mit einem Textschatten, dann klickt Sie bitte einfach hier auf dieses S und ihr seht jetzt hier, dass erste Präsentation einen Schatten bekommen hat. Die letzte Aufgabe, die jetzt vielleicht noch hin und wieder gebraucht wird, ist, wenn wir Präsentationen machen, wo es weiterführende Links gibt, dann können wir natürlich trotzdem auch hier in PowerPoint Hyperlinks, also Verlinkungen, einfügen. Und wenn ich sage, von Christoph Grill will ich mit einem Hyperlink versehen, dann kann ich Christoph Grill einfach markieren. Und es gibt dann wiederum rechte Maustaste die Möglichkeit zu sagen Link. Beim Pfeil kann ich sagen Link einfügen und es geht dieses Fenster auf. Bei diesem Fenster haben wir dann die Möglichkeit, auch im aktuellen Dokument zu verlinken. Ein Link muss nicht immer extern sein. Stellt euch vor, ihr macht eine PowerPoint-Präsentation, die soll als Dauerschleife rennen, zum Beispiel als Information für die HTL. In der HTL gibt es Hochbau, Tiefbau und so weiter und so fort. Dann könnte man die Präsentation so gestalten, dass die Teilnehmer quasi hinkommen, welcher Zweig interessiert dich und sie können selber sagen, Hochbau, Tiefbau etc. Bei Hochbau springt er auf die Folie 5, bei Tiefbau springt er auf die Folie 12. Ja? Und so könnte man auch mit Hyperlinks innerhalb vom Dokument sagen, ich will aber im aktuellen Dokument dort oder dorthin verlinken. Wir in dem Fall wollen jetzt auf eine Adresse verlinken, das heißt wir geben unten bei der Adresse bitte ein www.christophgrill.at. Genau das wollte ich eingeben. Also, http www.christophgrill.at und mit OK können wir das Ganze bestätigen. Ihr seht es dann eh auch, wenn ihr drüber fahrt mit der Maus, schreibt ihr schon hin, Steuerung und klicken, um den Link zu folgen. Ich hoffe, die Übung 1 hat euch wieder ein bisschen fitter gemacht in PowerPoint. Sehr, sehr gerne einfach die nächsten Videos anschauen und wenn es Fragen gibt, bitte jederzeit Bescheid geben. Danke fürs Mitmachen. Wenn dir das Video gefallen hat und du weitere kostenlose Videos sehen willst, lass mir ein Like hier und abonniere bitte den Kanal. Bis zum nächsten Video.